So, ich mache mal noch mal einen Test. Also König nehme ich mir. Dann nehme ich mir eine Handvoll Bauern, eine Handvoll. Das war's dann. Was ich gerade festgestellt habe, ist, was der Renaissance überhaupt nicht mag. Das ist, wenn ich das Netzteil in das Gerät reinstecke, also diesen Stecker hier, und dann schließe ich das Netzteil in die Steckdose. Das mag der gar nicht. Reagiert da ganz, ganz allergisch. Ich muss also erst den Stecker in die Steckdose tun und dann den Stecker in den Renaissance. Sonst macht er ganz böse Fehlermeldungen. Setup Function New Game. Das ist Stellung aufbauen. König. Bauer. Dann kann man auch so die Figuren gar nicht aufbauen. Das heißt, es ist wirklich wichtig beim Renaissance, den Stecker in die Steckdose zu tun und dann den Stecker in den Renaissance. Aber nicht den Stecker in den Renaissance und dann in die Steckdose. Komisch. Aber so ist es nun mal. Ich baue mal irgendeine Stellung auf hier mit Bauern. So. Dann drücke ich mal auf. Nein. Wo drücke ich denn dann auf Normal? Okay, auf Normal, jetzt bin ich dran. Jetzt habe ich quasi weiß. So, was ist los? Ich weiß nicht, was hier los ist. Er will nicht. Was, wenn ich Play drücke? Ach, schwarz war dran. Okay, daran hat es gelegen. Was ich schön finde beim Renaissance, das ist mit diesen vier LEDs. Das fand ich damals so schön. Nur schade, dass ich das Gerät so schlecht behandelt habe. Das wäre schön, wenn es da in der Nähe von Castrop-Rauxel geben würde, der das reparieren könnte, der das fixen könnte. Dass zumindest das Feld wieder funktioniert, dass man wieder dagegen spielen kann. Was mache ich denn jetzt? Ich mache mal F3. Das ist schon eine schöne Sache, auch dass er, wenn ich die Züge ausführe, diesen Signalton macht. Das mag ich auch. Ja, jetzt hätte ich wahrscheinlich doch lieber eine andere Stellung nehmen sollen. Ich hätte mal eine Figur nehmen sollen. Dann hätte ich das mal demonstrieren können. Ich mache mal nochmal New Game. Die kommt an die Seite und dann entschließe ich mich doch mal dazu, zumindest einer Seite, eine Figur dazu zu geben. Ich gebe mal jedem noch einen Turm dazu oder ich mache mal, das wäre eigentlich taktisch klüger. Jedem einen Läufer und da B7 ja defekt ist, mache ich das jetzt einfach, dass ich jedem einen schwarzfeldrigen Läufer dazu gebe. Dann habe ich nämlich nicht das Problem. Ich drücke jetzt ja Setup, New Game, König. Okay, was stimmt hier nicht? Was stimmt hier nicht? Ach shit, er will schon wieder nicht mehr. Was ist denn los hier? Mach mich nicht fertig. Setup. Ach, der macht mich fertig. Der ist wohl defekter, als ich dachte. Mein Mephisto funktioniert ganz. Jetzt macht das. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, was da so lange gedauert hat. Schwarzfeldiger Läufer, Thomas. Schwarzfeldiger Läufer. Tape Color, König, Bauer. Ich weiß jetzt nicht, was da so lange gedauert hat. Läufer, schwarzfeldiger Läufer. Dann drücke ich mal auf Function, auf Tape Color, damit weiß ich, wie der am Zug ist. So. Jetzt mache ich mal mit dem Läufer. Ich mache was noch zum Test hier. Ach, jetzt ist er ganz ausgegangen. Das ist aber blöd. Ach Mann. Na, die Technik ist wohl doch schlechter als ich dachte oder ist kaputter als ich dachte. Ist das Netzteil irgendwie da nicht mehr richtig drin hier oder sowas? Scheiße. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Meine Güte. Was ist los hier? Ugh.
Okay. Setup Function New Game. König. Bauer. Läufer. Tepkala, König. Bauer. Läufer. Ich wollte doch nur mal kurz dem was demonstrieren. Hier, das wollte ich demonstrieren. Und das ist das, was beim Renaissance damals neu war. Man kann jetzt quasi. Ich glaube, er hat einen Delay, hat der drin. Man hört, glaube ich, auch hier. Man hört diese Teile, die da drunter reagieren. Als ob da so durch die Magnete was angezogen wird. Das ist einfach nur so ein Mikroschalter. Dass ich dann einfach nur, wenn ich da ja, das aufmache, dass ich einfach bei dem Feld diese Mikrofalter ein bisschen lockern muss und dann funktioniert das schon. Der hat wohl mehr einen Schlagweg, als ich dachte hier. F5. G4, G4 schlägt König, G4 schlägt. Ich glaube, das ist eigentlich müsste das unverlierbar sein. Aber eigentlich ist eigentlich ja eigentlich. Aber ich finde das schön, dass er da auch dieses hier. Ich weiß gar nicht, ob der Mephisto das auch macht. Aber ich würde mal sagen, das Modul funktioniert noch einwandfrei. Ich will ihn jetzt von den schwarzen Feldern weghaben. Okay. Ich glaube, das ist Totremie. Ich muss ja gleich mit dem Läufer da weg. Nicht, dass er auf die Idee kommt. Ne, doch nicht. Ich wollte schon sagen, nicht, dass er auf die Idee kommt, König B7 zu ziehen und den anzugreifen. Damit ist es das dann schwer vorbei. Das ist Remis. Obwohl, ich habe das schwarze Feld mit dem Läufer. Hier, das von dem Modul, das Display und alles Mögliche, das funktioniert noch einwandfrei. Jetzt müsst ihr eigentlich den Läufer F2 oder sowas ziehen und dann den Bauern wegnehmen, dann ist das Remis. Komisch. Der verliert das noch. Ich glaube, das war doch ein bisschen das Problem mit dem Renaissance, die Spielstärke. Remis war natürlich Läufer G3. Da kann ich machen, was ich will, dann schlägt er den Bauern und ein Läufer ist Remis. Ich finde da groß an nachzudenken. Das hätte man eigentlich, da sieht man auch schon dran, was da bemängelt wurde. Es ist nicht die beste Spielstärke. Beim Renaissance. Man sieht das schon in diesem Endspiel. Das war eigentlich klar Remis. Und ich würde mal behaupten, wenn ich das in Chess Genius eingebe, dann. Es war nicht mal schwer. Läufer G3, dann egal was, es war kein Schach oder sowas drin, Läufer H4 schlägt. Und das ist eben. Ach, dann geht davon aus, automatisch. Dass ich mir eine Dame hole. Das hat er nicht sehr gut gemacht, muss ich mal ehrlich sagen. Ich muss mal verhindern, dass er über B7 da rauskommt. Das ist natürlich jetzt der Dame. Ich bin nur zu faul aufzustehen, mir eine Dame zu holen. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie man Züge zurücknimmt, wo ist denn Memory oder sowas?
Function Play Normal New Game Analyse. Muss ich Analyse drücken? Dann auf. Ja, genau. Dann macht er die Züge zurück. Da muss ich auch keine weiteren Tasten für drücken. Was ist das für ein Bauer? Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Ich muss gar keine Tasten mehr drücken, dann nimmt die Züge alle zurück. Das war wohl jetzt ein Läufer hier, war wohl meiner. Bis zu der Position, wo ich meine, dass er Mist gespielt hat. Wo ist denn jetzt? Habe ich keine Clear-Taste? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ich habe gar keine Clear-Taste. Das ist jetzt ein bisschen problematisch hier. Ich lasse immer noch mal spielen für Weiß. Ja, und er sieht jetzt aber selber, jetzt mache ich einfach mal den. Er sieht es nicht kommen. Jetzt kann er auch den ziehen, jetzt nehme ich hier weg. Er reklamiert aber Remis. Das ist ein bisschen komisch. Erst will er, dass ein Läufer G3 wäre auch irgendwie gewesen. Läufer G3 und Läufer schlägt. Weil er sieht jetzt schon, Läufer schlägt und dann ist Läufer ist nicht zu gewinnen. Das ist ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen. Also er hat ein bisschen seine Aussetzer hier. Vielleicht ist er auch von innen verdreckt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Der hat ja irgendwie nicht, der hat ja keine Lüftungsschlitze oder sowas. Ach. Da müsste man mal jemanden kennen, der sowas grob reparieren kann, dass zumindest das mit dem Brett wieder funktioniert. Und das, dann würde ich auch das hier eventuell mit feinem Schmiegelpapier wieder fein abschleifen hier und lackieren. Ist schon eine schöne Sache. Das ist nur, wenn ich jetzt auf New Game gehe. Und jetzt hier alle Figuren aufbaue. Ich könnte hier einfach aus Spaß mal das ohne. Obwohl, sobald eine Figur nach B7 zieht, ist sowieso Essig. Da müsste ja schon weiß schon, müsste Schwarz schon mindestens den weißfälligen Läufer wegnehmen. Finde, das ist schon ein schönes Gerät, aber das Problem ist, dass einfach bei Mephisto da wurde wohl einfach mehr Wert gelegt auf robuste Technik, obwohl, ja, wie gesagt, ich habe ihn auch scheiße behandelt. Wer weiß, wie der Exklusiv 5 funktionieren würde oder Exklusiv 4, wenn ich den noch von damals hätte. So. Das ist das Problem. B7. So, Setup Function Pawn. Ja, ich muss schon Setup Function New Game machen. Dann gebe ich hier König. Hallo? Einmal reicht. Dame. Also irgendwie hat er einfach zu einen Schlag weg. Er steht so auf Setup, aber reagiert momentan nicht. Ach Mann. Das ist einfach die Langlebigkeit der Technik, aber ja.
Womit habe ich das denn jetzt verdient? Das ist natürlich das Schöne hier an der Sache. Ich weiß gar nicht, ob der andere das auch hatte. Ich habe noch nie probiert, vielleicht speichert er auch irgendwas und ich weiß aber nicht, dass er es tut oder wie der funktioniert. So. Was mich wirklich irritiert, ist, dass es... Okay. Und jetzt könnte man ja theoretisch, kann man jetzt eine Partie spielen. Mit Vorgabe des Baum B7. Aber was mich gerade wirklich irritiert hat, ist, dass er... Ich mache das jetzt nur, um zu zeigen, dass das Gerät prinzipiell funktioniert. Hauen Sie mal ab, Ihre Schachgebote dürfen Sie behalten. Er hat erst Läufer G3 nicht gesehen, mit Läufer H4 schlägt, hat die Partie sogar noch verloren. Er sieht aber, wenn der Bauer geschlagen wird, dann lässt er gar nicht erst weiterspielen, weil er dann sieht, dass die Sache... Ich muss den Bauern decken. Dann sieht er aber, dass die Sache Remis ist. Es war kein schlechtes Gerät oder ist. Es funktioniert dann noch nicht richtig. Man kann also theoretisch kann man schon bis zu einem gewissen Zeitpunkt dagegen spielen, bis eben das Feld B7. Ich meine auch so eine Schwäche hätte, da hätte er damals auch schon öfter die Schwäche gehabt in Blitzpartien. Mit diesem Freibauern. Der neigt halt oft dazu, die Freibauern zu unterschätzen. Also theoretisch, es ist schon ein schönes Gerät. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der wirklich so viel größer ist. Ob der jetzt, ja. Ich muss ja dafür meinen Arsch erheben. Das kann der Lippo doch nicht machen. Wenn ich jetzt ein Feld hier abmesse, das hat. Ja, nicht ganz 5 cm, sagen wir mal. Sagen wir mal. 4,8. Und der Exklusiv hat 4,3, also nicht so viel. So viel ist das gar nicht, so viel größer. Das kommt einem jetzt ein bisschen größer vor. Durch diesen dicken Rand hier. Mal gucken. Auf C5 hat er aber Springer B5. Jetzt ziehe ich erstmal den. Ich mache das jetzt eigentlich nur, um zu demonstrieren, dass es prinzipiell funktioniert. Also dass das Modul, das Analystmodul, das Maestro-Modul ist kaputt, dass das Analystmodul funktioniert. Was mache ich denn mit C5? Deswegen B5, A6. Damit er nicht Springer B5 oder solche Sachen hat, mit Läuferangriff. So, mein Läufer ist schon mal weg. Ich muss mich einfach nur hüten, auf B7 irgendwas zu ziehen. Solange ich auf B7 keine Figuren stelle oder ihm nicht den Grund gebe, seinerseits das zu machen, solange ist das alles machbar. Das funktioniert alles. Na gut, ich muss ihm jetzt einen Bauern vorgeben. D5 würde hängen. Also wenn ich jetzt E5 ziehen würde, würde D5 hängen. Man sieht schon, dass es, ja, die Spielstärke ist nicht so hoch von dem Modul. Ich spiele von oben nach unten und stehe eigentlich gar nicht so schlecht. Will Springer, also seine F4-Sachen will ich verhindern. Vielleicht Dame G2 F4 wäre jetzt wohl ein Plan für Weiß. Ich hätte gerne den Springer da weg.
Oh, da muss ich jetzt aber was gegen machen. Das will ich jetzt aber gar nicht. Prinzipiell geht das. Das ist ein funktionstüchtiger Schachcomputer, nur im B7. Ich habe das mal versucht aufzumachen. Aber darunter ist noch so eine Art Folie und darunter ist noch irgendwas. Was, und deswegen habe ich es da nicht so sehr mit. Jetzt mache ich den G6 Springer H5 und dann F5. Das wäre ja ein Plan. Ups, G6 Springer H5. Ach scheiße, geht auch nicht. Hilfe. Das war doch schwieriger, als ich dachte hier. Verdammt. So einfach ist das doch nicht. Das zu machen. Aber prinzipiell kann man dagegen spielen. Ich sag mal, New Game beende damit dann das Video hier. Ich stehe leider auf Verlust, es ist nicht so gut so zu spielen. Ja, was kann man hierzu sagen zu dem Renaissance? Ich konnte ja dagegen spielen. Ich weiß gar nicht, ob das beim Exklusiv so geht. Da muss ich mal gucken, wie man da Figuren aufbaut. Das heißt, man sieht das ja hier. Man baut die komplette Stellung auf. Das müsste beim Exklusiv doch auch gehen. Man baut die komplette Stellung auf, macht auf Setup und dann hebt man nach und nach die Figuren einfach hoch. Das Zurücknehmen der Züge fand ich auch sehr schön. Beim Mephisto muss ich dann immer die Rücktaste drücken. Also ich mache Memory und dann Pfeil nach links, ein Zug zurück, dann Pfeil, 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 je nachdem, wie viele Züge man zurücknehmen will. Und dann natürlich immer auf dem Brett die Züge zurücknehmen. Und hier drücke ich einmal. Was war das? Meine Güte, ich gehe schon alle Tasten hier durch, aber. Auf Analyse, Analysis. Und dann nach links. Analysis minus. Und dann macht er die anderen Züge alle zurück. Das heißt, wenn ich jetzt hier Analysis minus, kann ich ja meinen fantastischen Zug zurücknehmen. Dann drücke ich einfach auf Play, dann ist er wieder dran mit Weiß. Mein Plan war G6 Springer H5 F5, aber. Oh, er macht einen anderen. Das ist interessant. Ziehe ich den Läufer hier ran? Gerade hat er H3 gezogen oder König H1 oder sowas. Gerade hat er was anderes gezogen. Ich finde es eh schade um jeden Schachcomputer, der bei mir nicht richtig funktioniert. Jetzt habe ich mir übrigens für die nächsten Videos habe ich mir bestellt. Der G6 kann ich ja immer noch nicht ziehen. Springer H5 kann ich auch nicht spielen. Mann. H5 Springer G4 F5. Ist aber nicht mein Plan. Ich glaube, ich muss den Springer tatsächlich erst wegziehen. Und jetzt G6 F5. A4, was auch immer das sein soll. Warum A4? Wieder Bauer nach A5? Läufer schlägt B6 und dann A5? Ich wollte gerade schon so ein Crap spielen mit Springer H5 und dann G6 zu ziehen. Aber das war so der grobe Plan. Ach, ich kann einfach F5 Schläg machen. Meine Dame hängt. Ich muss ja schon die Damen tauschen. Damit Turm schlägt. Springer B3 droht irgendwas. Jetzt kann ich ja mal die Augen aufmachen. Augen auf beim Eierkauf. E4 schlägt. Dame E4 schlägt. Dame E4 schlägt. Und dann kommt. Das könnte ja sogar gehen. Da kommt Springer C4. Das war zum Beispiel so ein Bock. E4 schlägt, greift die Dame, der Turm greift die Dame an. Da muss die Dame auf E4 nehmen. Dann nehme ich mit der Dame weg. Da muss der Bauer schon hier wegnehmen auf E4. Und dann ziehe ich Springer C4. Greift Turm und Läufer an. Also Turm A3 war schon schlecht. Der Turm wollte warum auch immer auf die dritte Reihe. Vielleicht wollte er eben rüber marschieren, aber da ist doch nichts. So, da muss der. Ach, der Läufer hängt hier. Ups, ich bin so fantastisch. Meine Güte. Sollte hier doch lieber abbrechen. Ich finde ihn ganz okay, muss ich ehrlich sagen. Das Analystmodul ist vollkommen in Ordnung. Wahrscheinlich auch, weil ich das Analystmodul meistens in der Packung hatte. Ich hatte, der flog von einer Ecke in die andere quasi. Der ist halt von 1990 an oder was, wann ich den habe, oder 92 oder so. Ist er quasi von Wohnung zu Wohnung mitgewandert, wohl eher von Keller zu Keller. Und dieses Analystmodul, das war aber immer original verpackt.
Wie meine HG-Module, HG440, HG550. Und das Display-Modul. Die sind aus ihren Originalverpackungen niemals rausgekommen. Deswegen funktionieren die alle noch. Deswegen funktioniert der Renaissance nicht so gut. Ich hätte den auch mal lieber in der Originalverpackung lassen sollen. Über die ganzen Umzüge. Und dann, jetzt funktioniert er nicht mehr. Jetzt habe ich das große Jammern, große Heulen. Ich habe schon wieder Mist gespielt. So, ich bedanke mich mal fürs Anschauen und sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie eine Gazelle springe ich hier auf. Meine Güte, mir tun auch gar nicht die Knie weh. Tschüss, bis zum nächsten Mal.